Hallo und herzlich willkommen in meiner Garage sowie auf meinem YouTube-Kanal. Ja, die heutige Folge ist ja wieder so eine verrückte Idee von mir. Da habt ihr schon in letzter Folge gesehen, dass ich mir so einen Lader Niva angeschaut habe und Anzahlung gemacht habe. Deswegen in dieser Folge, wie ihr schon auch gesehen habt, habe ich Anhänger dran. Ja, wir waren den Lader abholen. Der Lader steht in Gummersbach, also Ortsteil von Gummersbach. Ich nehme meinen Kameramann mit, Kamerafrau. Und ja, ich weiß es nicht, wie ich das alles hinkriege. Ich habe meinen Urban Black noch nicht so weit gefahren. Da habt ihr schon davor in Videos gesehen, das war noch ein alter Motor drin, das war noch die alte Verteilergetriebe drin, und jetzt habe ich ja, wie schon in der letzten Folge gesehen, den Motor gewechselt an meinem Urban Black. Genauso die Verteilergetriebe habe ich ja ohne Kamera, ohne euch überholt und Lager gewechselt und so und bei mir eingebaut. Und deswegen, es ist meine heute quasi erste Fahrt, wo ich mit Anhänger etwas lange Strecke fahre mit meinem Urban Black. Das wird auch so eine Probe für mein Urban Black. Probefahrt, wie Motor zieht, wie die ganze Getriebe funktioniert. Und ja, bin gespannt. Also Anhänger ist dran. Viel Spaß beim Zuschauen und los geht's. Ich starte durch. Sieht doch cool aus. Ja, so eine Prachtstück habe ich gerade gekauft. Also was heißt vorgestern? Dann holen wir gleich die ab. Lada. Lada, Lada. Mit Sportdienst oder was? Aber was für welche? Hat jemand schon geplündert? Oh mein Gott. Ja, das ist cool, das habe ich gemacht. Oh mein Gott. Ja. Sehr gut. Sehr gut.
Und, Sporty, bist du zufrieden? Fast geschafft. Naja, guck mal, steht doch schon. Ja, ist schon alles da. Guck dir das an, Marina. Guck dir das an. Was ist das? Das ist doch von Volga. Cool. Guck dir das an. Ja, nur eine? Allein, ja, das ist von Volga. Kannst du dran machen? Lag drinnen hier, mach ich dran. Schon interessant, sowas zu finden, wa? Ach ja, okay. Ja, mach jetzt dein hier. Ich bin fertig. Kristallfest vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Die Motorhaube unterwegs aufgehen würde, deswegen muss man improvisieren. Ja, das, ja, guck mal, wenigstens ein bisschen, wa? Ach, es geht, glaube ich, wird schon halten. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben ja nur noch 50 Minuten Fahrt. Dann werden wir natürlich abladen. Ja. Ja, dann gucken wir mal. Jawohl. Nein, nichts verloren. Nein. Das ist gut. Alles noch dran. Das Lade ist noch dran. Ja, nichts verloren. Hübsches Auto. Richtig hübsches Auto. So wie ich gerne mag. Rost ohne Ende.
Jawohl. Ich bremse schon, ich bremse schon. Halt mal gerade. Oh, drinnen, hurra! Ja, geschafft. Ja. So sieht's aus. Lada steht jetzt bei mir in der Garage. Ich freue mich, ich habe mich schon umgezogen. Ich freue mich richtig daran zu schrauben. Aber das seht ihr natürlich alles in der nächsten Folge. Ja, ich möchte genauso Dankeschön sagen an meinen Bruder, dass er mir den Anhänger gesponsert hat. Danke. Und noch ein schöner Grüß an Verkäufer von dem Lada, Waldemar Pfeiffer. Grüß dich, sagt dein Papa, Lada kriegt ein zweites Leben. Danke. Und hiermit vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss.